In heutigen Videoblog würde ich über das Unterschied zwischen Smalltalk in Amerika und in Deutschland sprechen. In Amerika Smalltalk ist sehr normal. Wir haben in Amerika Smalltalk mit vielen Leuten, dass wir nicht kennengelernt. Und in Deutschland, das ist nicht gleiche. Und zum Beispiel, dieses letzte Sommer war ich in Deutschland für Schule, und viele Leute haben mit mir nicht gesprochen, weil das ist nicht normal zu sprechen mit einer Person, das du nicht kennengelernt. Und in Amerika, das ist ein großer Unterschied, weil zum Beispiel in Amerika, meine Familie geht nach einem Restaurant sehr viel, und wir haben alle die Kellner und Kellnerinnen kennengelernt. Und der ist ein Kellner, das Kellnerin, das meine Familie mag mehr als die andere. Und sie sprechen mit meiner Familie zu viel. Und sie sagt mit mir, wenn ich nach meiner Hause in New York, dass wenn ich in Deutschland sind, sie war in die Niederlande, und sie hat mit ihre Tipps von die Jahr vor und bezahlt für ihre Reise nach Europa. Und das hatte ich nie gewusst, ob mir und die Kellnerin nicht gerade hat. Ich denke, dass Smalltalk ist besser, weil für meine Zukunft, ich werde eine Journalistin, und so ich denke, dass Smalltalk ist helfe ich mit sozialen Kompetenz, und das ist eine gute Fähigkeit für eine Journalistin. Und ich mit viel Leute, das ich kennengelernt nicht in meiner Zukunft, für Interviews und mit Sportler und so, Smalltalk jetzt können für meine Zukunft helfen. Und so, ich denke, dass in Amerika wir haben ein Gefühl, dass eine peinliche Situation sind, und das ist richtig, aber ich denke, dass Smalltalk helfen für ein Journalistin und für andere Jobs in Zukunft.